Und weiter geht es mit einer wunderschönen Folge von Pax.de. Wir haben ja in der letzten Folge schön die Höhle durchsucht, beziehungsweise geradet und auch eine kleine Festung. War mal eine nette Abwechslung, war mal ganz cool. Heute machen wir ein bisschen weiter mit dem Bauen, weil die Base, hier wartet noch einiges. Ich habe hier noch viele Baustellen und ja, wir haben noch sehr viel zu tun. Ja, eigentlich muss ich auch noch so viel craften und oh, ich habe so viel zu tun. Also das Spiel wirklich zieht alles sehr in die Länge, aber langsam wird es immer besser und ich habe aus dem Clan nette Fackeln bekommen. Schaut euch mal das an. Wenn wir hier drin sind, sieht es ein bisschen besser aus. Ja. Oh, wunderbar. Das ist schon mal geil. Aber leider geben die so komisch Licht. Ne? Nur nach oben. Aber irgendwie. Ich würde lieber irgendwie im Spiel so Wandfackeln haben, wo das Licht dann in den Raum hineinscheint. Also hierhin und nicht nach oben. Aber na gut. Licht ist Licht, ne? Wenn ihr mitmachen möchtet, Leute, Server ist Tyr immer noch wie gehabt gewohnt und Clan heißt die Wilden. Hier in diesem Gebiet sind wir hier oben. Also kommt ruhig ran und nochmal an alle: Geht nicht an die Boxen von den Leuten, fragt sie vorher immer, wenn hier könnt ihr Sachen ablagern, die ihr nicht mehr haben möchtet. Bei mir hier so ein kleines Lagerhäuschen, das ist auch noch nicht fertig und hier könnt ihr noch Sachen rausnehmen. Aber nicht gierig sein, sondern immer nur das rausnehmen, was man braucht. So. Ich werde jetzt auf jeden Fall bauen. Und schauen, ja. Was wir so machen. Also, ich wollte auf jeden Fall den Lagerraum hier noch umändern. Den ganzen Kram erstmal in andere Kisten. Hier alles schöner machen. Eine Wand rein und so. Kommt alles noch? Ich würde aber erstmal sagen, wir sollten erstmal hier wieder ein Dach reinhauen und so, ne? Ich glaube, das sieht sonst ein bisschen seltsam aus. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich glaube, damit fangen wir an. Ecke. Ich glaube, wir werden hier auf jeden Fall mit Säulen dann bald arbeiten müssen. Warte mal, aber ich habe da jetzt keinen Kronleuchter hängen, oder? So. Oh. Irgendwas ist abgerissen. Das hat sich nicht gut angehört. Das war keine. Ah, okay, die Säule, ne? Ich dachte schon. Ich dachte schon, was ist jetzt abgerissen? Aber damit kann ich leben. Die Wände reiche ich erstmal nicht ab, weil ich denke, sonst haben wir wieder ein kleines Problem gleich. Wir machen erstmal hier das Dach. Schauen dann mit der Säule. Mit den Säulen, wie wir das machen. Was? Dach? Hallo, hallo, hallo. Jetzt doch gerade. Das ist wichtig. Sah gerade irgendwie ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, es sieht richtig aus. Ich glaube, am besten ist, wenn wir von hier mal ansetzen, ne? Warte mal, da hatten wir es doch gerade. Hallo? Ich muss hier gucken, wie machen wir das hier nochmal? Ich hatte das einfach so gemacht, oder? Scheint mir so, ja. Gut, jetzt müssen wir aufpassen, dass hier nicht alles uns um die Ohren fliegt. Wenn ich das Dach abreiße, hat keinen Einfluss auf die Säule hier, oder? Ich hoffe es. Das sieht soweit in Ordnung aus. Dun, 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 dun. Roofcap. Wo ist noch das Endstück? Hatten wir nicht irgendwie so Endstücke? Ich habe gerade irgendwie einen Denkfehler. Ach hier, Ende. Ja. Alles klar. Weil dann fangen wir mit dem Ende an. Ich muss nur schauen, welches Ende, also welche Seite das Ende ist. Aha, das müsste dann so sein. Oh, hält nicht. Warte mal. Ich versuche es trotzdem mal. Okay. Ich wollte gerade sagen, oh doch, hält. Aber nein, hält nicht. Gut, wir können ja hier schon mal Wände weghauen.
Muss nur schauen mit dem Material. Wir sollten auf jeden Fall überall jetzt links und rechts Säulen vielleicht setzen. Oh, ich habe kein Holz. Muss mal ganz kurz Sachen reinpacken, nicht dass uns das alles verschwindet. Nee, falsche Kiste. So. Ja, packen wir erstmal hier was zur Seite. Ja, so. So ist in Ordnung. Hauptsache erstmal ein bisschen Platz. Wunderbar. Dann müssen wir jetzt doch ein bisschen Holz hacken gehen. Ach nee, warte, erstmal den Kram einsammeln. Ich hab schon wieder direkt einen Denkfehler. Simple Chest. Hä? Warte, ich habe eine Kiste. Wir hauen die jetzt einfach da rein. Brauche ich eigentlich eh nicht mehr. Könnten wir eigentlich wegwerfen. Weil dann würde ich natürlich die größeren Kisten haben. Ach guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Holz. Ich will jetzt nur nicht meinen Clay und so verlieren. Und Wooden Beam, das wäre auch ein bisschen ärgerlich. Soll ich das kurz hier reinhauen? Ja, komm. Kann ich mir merken, dass hier was drin ist. Passt schon. Jetzt brauche ich ein bisschen Holz. Ich habe jetzt leider mein ganzes Holz aufgebraucht für Wooden Beam und so. Ein bisschen müssen wir jetzt hacken. Ich bin halt immer der Meister der Planung, wie ihr schon seht. Da hätte ich irgendwie dann dran denken sollen, dass wir wahrscheinlich auch Säulen bauen müssen, ne? Boah, da ist jemand. Ich will auch winken. Zu spät. Da war ich zu lahm. Aber witzig. Ja, ich finde das mal süß, wenn man sich so gegenseitig mal so sieht. Mal zuwinkt. Ach, guck mal, das... Was habe ich jetzt erst gesehen? Kleiner Schuppen. Ist Pupsbacke wieder da? Das war ja unser erstes Clan-Mitglied. Ist doch sein Plot, oder? Warte mal. Ja. Ich bin gespannt. So, wir holen uns jetzt einfach noch die zwei Bäume. Ich denke, dann sollte das für die Säulen erstmal reichen, oder? Oder ist das zu wenig? Wenn jetzt hier 30 rauskommen, dann wäre schon mal ganz gut. Ja, doch, ich denke, damit kann man erstmal arbeiten. Damit kann man doch erstmal arbeiten, Leute. Oder? Ja, doch. Komm, passt schon. Ich würde ganz gerne direkt weiterbauen. So. Dann geht's weiter. Dann fangen wir mit den Säulen an. Ich denke, wir sollten direkt links und rechts machen. Warte mal. Das ist so am besten. Haben wir da auch so gemacht, ne? Ja. Hallo? Hallo? Ja, 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 ja. Dann würde ich hier ganz gerne auch verbinden. Short? Ich glaube, das ist ein bisschen zu short, ja. Nee, das ist das Falsche. Das hier dann, wenn schon. Hallo, hallo, hallo. Manchmal ist das... Ich krieg's manchmal irgendwie nicht hin, ne? Vielleicht, ob ich mich zu blöd anstelle. Kann auch sein. Machen wir es halt so. Sollen wir es dann noch die Höhe machen oder hier? Ich glaube, sonst sieht das komisch mit der... Oh, nee, wir machen es so. Nicht runterfallen. Ja, ich hatte ja eigentlich die hier ein bisschen tiefer gesetzt, ne? Ich würde sagen, ich würde das auch ganz gerne nochmal jeweils auf der Höhe lassen, weil dann können wir hier schön Kronleuchter noch setzen. Können wir das genau auf derselben Dingens hier auch machen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Der ist zu kurz, ne? Auch Stochen lang. Und hier dann ein kurz... Hallo? Hä? Also heute ist irgendwie wieder ein bisschen... Buggy. So wie gestern, als wir in der Höhle waren. Ich würde ganz gerne noch das Stück. Nein. Ein bisschen da rein. Das ist zu viel. Ich denke, das ist gut, oder? Ich hoffe es.
Okay. Jetzt mal weg damit. Säulen setzen. Und das Holz fehlt. Klar, natürlich. Aber ich glaube, wenn wir das so machen, in diesem Stil ist das, glaube ich, schon ganz gut. Hoffe ich. Dann setzen wir bis hierhin Säulen, weil wir hier hatten wir auch irgendwie Probleme mit der Ecke. Und wenn hier vielleicht eine Säule ist, auch unten, können wir vielleicht das Eckstück wieder auffüllen. Ich hoffe es. Wir werden sehen. We will see, we will see. Wir brauchen auf jeden Fall doch noch ein bisschen mehr Holz. Das war irgendwie klar, ne? Warte mal, schauen wir mal so einen Ausdauertrank rein. Ich habe eh irgendwie voll viele. Weil mir voll viele geschenkt worden. Aber so einen großen Baum fälle ich jetzt nicht. Klar, der gibt auch mehr Holz, aber der gibt uns auch das andere Holz. Und ich glaube, da ist kleine Bäume schlagen ein bisschen schneller, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ach, hier haben wir auch, okay. Machen wir mal so ein bisschen. Okay, dann brauche ich mal ein bisschen mehr. Ich würde sagen, 200 Holz brauche ich schon, ne? Müssen wir halt ein bisschen Bäume fällen. Gehört auch dazu, Leute. Gehört auch dazu. Ich gucke ja schon, dass wir irgendwie relativ wenig zusammen sammeln, aber manchmal geht's nicht. Manchmal geht es nicht anders. Und dann können wir morgen, würde ich sagen, am Sonntag, lohnt es sich bestimmt, einmal unten anzuschauen, was sie da unten Schönes gemacht haben, ne? Die sind doch bestimmt schon wieder ultra weitergekommen. Nur beim Vorbeilaufen sah es schon wieder ultra krass aus. Ja, ich bin voll. Komm, habe ich genug von. Was ist? Ja, gut. Gut, egal. Nee, warte mal, Holz. Ich habe doch noch Platz für Holz. Warum stand da Inventar voll? Ach, wegen so einem Bienen-Ding bestimmt, ne? Dann sammeln wir noch ein bisschen. So, machen wir noch die zwei, dann den da oben. Wenn wir da noch nicht voll sind. Ach, ich bin voll. Nee, ich hab noch. Warte mal. Komm, raus damit. Hier schleicht jemand rum. Ja, das ist egal. Harz brauche ich nicht. Den machen wir noch und dann soll es genug sein. So. Und hier sieht schon richtig gut aus, ne? Schaut euch mal das Material an. War bestimmt ultra teuer. Zu 100%. Ich will nur kurz mal reinschauen. Oh. Oh. Ja, und dann hat man meine Hütte daneben. Okay, aber ja. So, also. Oh, hier ist aber schön Licht mittlerweile. Danke nochmal für die Fackeln. So. Ja, wunderbar. Wenn ich die irgendwann mal mir bald auch nochmal craften kann, dann noch ein paar mehr mache. Mega. Jetzt soll ich ein bisschen mehr aufteilen, ne? Links, rechts und so, aber ich hab's erstmal so gemacht. Warte mal. Ist ein bisschen höher? Nee, ne? Aber meine Frage ist, kommen die da oben komisch raus aus dem Dach? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich das Stück hier noch drauf setze, dann sieht man das eh nicht, ne? Ja, man kann die trotzdem nicht setzen. Warte mal. Wenn ich tiefer setze, ja, aber. Hä, warum? Brauch ich dann, warte mal, brauche ich dann noch ein Stückchen, so ein kleines? Vielleicht. Nee, aber warte mal, nicht zu viel. So halb, bitte. Ich will ihn direkt ganz rein. Gibt's noch nicht. Aber ach, warte mal. Ich voll Profi. So. Es kann ja nicht sein, dass wir es nicht bauen können. Hä, warum geht das nicht? Warte mal, jetzt will ich aber wissen. Wozu habe ich denn die Säulen hier gesetzt? Hallo. Jetzt gibt's dann.
Glaube, das ist richtig, oder? Doch. Funktioniert. Oh, ich dachte schon. Ich hätte schon einen halben Herzinfarkt. So, also. Säulen setzen. Machen wir jetzt erstmal überall. Zwei dazwischen Platz. Das heißt, die nächste wird dann hier hinkommen. Oh, ja. Machen wir mal so. Sieht richtig aus. Ich hoffe, das sieht nicht von draußen komisch aus, dass da irgendwie ein Stück Säule rauskommt. Das wäre nicht so cool. Hier haben wir. Da haben wir. Ich glaube, hier lasse ich es vielleicht. Ich weiß auch nicht. Ich bin nicht so der Baumeister, Leute. Was soll ich euch sagen? Dann bräuchte ich dann hier eine Säule, ne? Aber da. Ja. Oh, so viel Baustellen auf einmal. Wir gucken jetzt erstmal das Dach. Wir schauen uns jetzt erstmal das Dach an. Hauen dann nochmal überall so ein Stückchen raus. Jetzt ja eigentlich auch ohne funktionieren, ne? Ja. Gut. Also, jetzt brauchen wir einmal die Dinger hier. Ja, funktioniert. Dann ist doch gut. Ja, nur wie machen wir das hier? Ja. Das ist jetzt die goldene Frage. Ich habe auch irgendwie ein komisches Gebäude gebaut, ne? Komisches Gebäude, komisches Dach. Kommt dann da. Ist eine Lücke? Oh. Ja, ich bin jetzt gerade irgendwie. Hier geht's wieder nicht. Wie machen wir das denn jetzt hier? Ein bisschen rein. Hallo? Nee, nicht da. So, ich wollte den. Das gibt's doch nicht. Da oben. Geh mal da ran. Da rein. Verschmilz. Oder warte mal, kurz. Das haben wir nicht auch kurze Stücke? Ah ja. Aber da können wir trotzdem nicht bauen. Was ist denn das? Warum? Hält es? Nö. Ja, vielleicht sollte ich auch anfangen. Da auch noch mal was hinzusetzen. Das draußen. Ich weiß nicht. Würde das überhaupt helfen? Ich weiß nicht, ob man das dann draußen sieht. Müssen wir mal ganz kurz anschauen. Nicht, dass es irgendwie komisch da draußen rauskommt und ich ganz viele Säulen habe, die raushängen. Ja, ich hätte das Dach ein bisschen anders bauen sollen. Aber gut. Ja, da, da sehe ich auch schon. Da überlappt es sich schon so komisch. Eieiei. Was mache ich denn da? Ja, das Dach. Ich bin ein Meister. Ja, super. Das habe ich ja toll hinbekommen. Dann können wir hier hochklettern. Also die Säulen würden nicht rauskommen, aber das gefällt mir gerade gar nicht. Warte mal. Könnte ich von hier aus auch? Oder müsste ich so ein Ding hier machen? Nee, oder? Hier würde ja auch, würden da ja auch Ecken raushängen irgendwie. Das passt ja überhaupt nicht hin. Was habe ich denn da gebaut? Ja, Ray, der Meisterbauer. Der Baumeister.
Ja, ich sag ja, wenn ich das zu haben möchte. Sieht dann ganz komisch aus. Mit allerhöchstens noch so machen. Dann sieht es nicht ganz so schlimm aus. Aber da oben sieht es schlimm aus. Schau mal, wie ich das da mache. Obwohl, ach nee. Okay. Da sieht es aber auch wieder komisch aus. Ich glaube, hier muss ich auch mit kurzen arbeiten. Ja. Ja? Oder kommst du aufs selbe hinaus? Hatten wir es doch gerade so. Kommt aufs selbe hinaus, ne? Ach Mann! Komm schon, die Ecke noch. Ja, sieht genau gleich aus. Gut, da kann ich nichts anders machen. Weil ich hier so komisch gebaut habe. Sieht doch gut aus. Aber wenn man von hier schaut, dann sieht es man doch. Ja doch, sieht man doch ein bisschen irgendwie. Wenn man von hier schaut, sieht es doch gut aus. Wenn man von hier schaut, sieht es auch gut aus. Perfekt. Perfekt. Wenn man von vorne schaut. Da sieht es noch, Betonung liegt auch noch gut aus. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass das hier ein Riesenproblem wird. Wie machen wir das hier? Ah, ich habe ein komisches Gebäude gebaut. Ich habe ein sehr komisches Gebäude gebaut. Und hier will er ja diesen halben auch gar nicht setzen. Weil ich hier wieder Säulen brauche, oder? Aber hier wird es gehen. Warte mal. Und der zerfällt jetzt wieder, oder? Hallo? Ja. Wie lösen wir das jetzt, Leute? Wenn ich hier so ein Ding, das funktioniert ja auch nicht. Ach, diese. Manchmal ist das Bauen irgendwie echt. Ja, wir könnten es so machen, aber. Ja gut, wir haben, glaube ich, keine andere Wahl. Wir müssen das irgendwie ein bisschen so verschmelzen miteinander, ne? Ich mache jetzt einfach mal. Und hier kann ich es wieder nicht bauen. Wie machen wir das hier? Ja, aber... Guck mal, den kann man bauen. So komisch. Hä? Der snappt nirgendwo ein, aber man kann setzen irgendwie. Hä? Ist ja total komisch. Ja, ich sag's ja. Das ist irgendwie... total seltsam. Was, wenn ich das jetzt einfach so reinhaue, würde das vielleicht sogar gut aussehen. Das ist ein bisschen zu niedrig. Das ist auch zu... Ah, oh, Mann, Mann. Das ist ja auch ein totaler Fail hier gerade, sich jetzt erst. Mann, man sieht auch... Das Bausystem ist manchmal echt komisch. Da muss auf jeden Fall noch einiges geändert werden, wie ich finde. Nee, da will er wieder nicht... Da will er wieder nicht ran, ne? Ich muss die Säulen nochmal irgendwie ein bisschen mehr... Warte mal. Ich muss irgendwie mehr Säulen setzen. So Verbindungen auch miteinander. Ich mache jetzt einfach mal. Wird schon nicht schaden. Wenn es nichts bringt, dann bringt es nichts. Aber wenn es was bringt, dann ist gut. Mit dem Bausystem komme ich irgendwie manchmal überhaupt nicht klar, Leute. Wir müssen ja noch ein Stückchen weiter da hinten. Ja. Nein, nein, jetzt keine Faxen machen. So.
Das kann ich leider nicht sehen, aber hat sich gut angehört. Ist nicht so? Ich denke ja, ne? Okay. Ich würde sagen, so weit, so gut. Hier oben hatte ich schon eine, glaube ich. Dann sollten wir vielleicht noch oben. Wohl. In der Länge her. Das ist perfekt. Das weiß ich gar nicht. Ist hier richtig? I have no idea. Da innen drin. Oh, ich muss schon mal von draußen schauen, nicht, dass die irgendwie wieder rumhängen oder rumflabbern da draußen. Also mit dem Bauen hier habe ich ein kleines Problem, Leute. Das mit dem Dach kriege ich überhaupt nicht hin. Wir alle haben so ein schönes Dach und ich bin der Einzige mit so einem Krüppelding. Okay, so schlimm ist es jetzt auch nicht, aber sieht schon ein bisschen komisch aus, ein bisschen seltsam. Ich glaube, da oben kommt ein Stück Säule raus, oder? Ja, ich glaube schon. Aber ich würde sagen, groß und ganzen sieht es okay aus. Leute, ich würde sagen, ich mache mir dann nochmal ein paar Gedanken. Beende diese Folge erstmal. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.